Doch das Abenteuer Abnehmen beginnt erst jetzt. Aus Tausenden von Bewerbern und Bewerberinnen habt ausgerechnet ihr es hierher geschafft. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht euer erster Versuch, ein leichtes Leben zu beginnen. Doch jetzt könnt ihr euer neues Leben starten. Mit unserer Hilfe. Wer genau hingehört hat, hat gehört, dass ich gesagt habe, mit unserer Hilfe. Ich bin natürlich nicht alleine. Und jetzt wird Zeit, dass ich jemanden dazu hole. Er ist schon ewig an meiner Seite. Ja. Er ist eine Legende. Und er ist wahrscheinlich der erfolgreichste Kämpfer gegen die Kilos. Ja. Hier kommt Ramin Abdi! Seit 10 Jahren trainiert diese Legende die Teams bei The Biggest Loser. Als Ramin mit dem Strandbuggy angedüst kam, war das so, wow, da ist er. Für mich war das immer ein Traum, bei Ramin trainieren zu dürfen. Das war der Hammer. Ich habe richtig angefangen zu weinen, weil ich mich einfach so gefreut habe, dass er einfach vor mir steht. Ich habe gedacht, mein Herz fliegt jetzt raus. Der strahlt einfach irgendwas aus und der gibt einem das Gefühl, man ist angekommen, es wird einem jetzt geholfen. Das hat mich schon sehr berührt. Es gibt ihn tatsächlich! Schön, euch zu sehen. Wie geht's euch? Ich habe definitiv nicht übertrieben. Du verlangst von deinen Teams immer alles. Da ist verdammt viel Blut, Schweiß und auch manchmal Tränen geflossen. Aber es hat sich gelohnt, oder? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es wird auch in diesem Jahr nicht anders sein. Auf euch warten wirklich viele, viele Hürden. Aber ich stehe an eurer Seite und wir können es schaffen. Und ihr alle, ihr werdet es schaffen, wenn ihr es auch wirklich wollt. Und wir haben hier zwei, die haben schon den ersten großen Schritt getan. Dennis und Maike, herzlichen Glückwunsch, ihr seid in unserem Camp dabei. Aber es ist halt auch erst Stufe 1. Jede und jeder von euch hat ab jetzt zu jeder Zeit, und ich meine wirklich zu jeder Zeit, die Chance, sich hier ein T-Shirt zu ergattern. Wir wollen sehen, dass ihr immer 100% gebt. So, ja. Ramin ist hier. Genug geredet. Ramin ist natürlich nicht euer einziger Trainer. Es gibt natürlich auch eine Trainerin. Hey. Und die wird in diesem Jahr sein. Ciao, da kommt sie. Überraschung. In diesem Jahr ist Dr. Christine Theiss selbst die Trainerin. Es ist alles anders! Ja, das war, ja, konnte man gar nicht fassen. Ne? Alle gucken da hin, passiert nichts. Und guck mal nach vorne, steht Christine rot an. Rumwerfen, das war der Hammer. Ich kann das sagen, ich war einfach perplex. So. In dem Jahr ist alles anders, ich hab's schon gesagt. Ich nehme das Ruder mal in die Hand und leite auch ein Team. Das war ein heftiger Moment. Also da haben Gänsepelle und überhaupt alles auf einmal Herz schlagen. Hast du gesagt, wie krass ist das denn? Und dass du das erleben darfst. Ich freue mich unglaublich auf diese Herausforderung. Ich habe auch Respekt davor, denn es geht gegen Ramin Abdi. Also ganz unbescheiden muss ich jetzt sagen, ich glaube, das wird der Kampf der Giganten. Nee, okay, aber wir nehmen ihn an, oder? Echt super toll. Mega. Das ist geil. Krass. Richtig geil. Chrissy ist, wenn man allein ihre ganze Wettkampfkarriere verfolgt, ein unheimlich authentischer Mensch. Also Biss, Wille zum Gewinn, aber auch das Herz am richtigen Fleck. Und umso großartiger ist es, dass in dieser 15. Staffel quasi sie jetzt eine Trainerin ist. Also geiler hätte es gar nicht laufen können, um ehrlich zu sein. Weil von der Chrissy trainiert zu werden, das ist schon eine große Ehre. Und das Schöne ist, ich habe schon einen im Team. Maike! Herzlich willkommen zu Ja, aber ich habe auch jemanden im Team. Und zwar Dennis! Wir haben Dennis!
Also uns verliert man auf jeden Fall hier nirgends, ne? Das ist ganz klar.